Die entlaufene Prinzessin Haya bint al-Hussein war 15 Jahre lang mit dem reichsten Mann der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed, verheiratet. Aber gab es Liebe und Glück in ihrer Ehe? Vielleicht ist das Glück mit ihrer ersten Liebe gestorben. In ihrer Jugend liebte die Prinzessin leidenschaftlich Basil al-Assad, den Sohn des syrischen Präsidenten. Ihre turbulente Romanze erinnerte an einen Film mit einer verdrehten Handlung. Aber sie waren nicht dazu bestimmt, zusammen zu sein. Was ist passiert? Warum endete ihre Liebesgeschichte? In diesem Video erzählen wir die traurige Geschichte eines unerfüllten Schicksals. Abonnieren Sie den Kanal und los geht's! Wir haben bereits über die unglaubliche Geschichte von Prinzessin Haya gesprochen. Im Jahr 2004 wurde sie 30 Jahre alt und die Frau heiratete den Herrscher des Emirats Dubai, Mohammed Al-Maktoum. Sein Vermögen wird auf 18 Milliarden Dollar geschätzt und seine Macht im Emirat ist nahezu grenzenlos. Die nächsten 15 Jahre lang badete Haya im Luxus, glänzte bei aristokratischen Empfängen und war äußerlich glücklich. Das Familienleben endete jedoch düster. Haya wuchs in europäischen Traditionen auf und war mit der Rolle einer jüngeren Ehefrau und einer untergeordneten Position belastet. Obwohl sie zwei gemeinsame Kinder hatten, lief die Frau vor ihrem Mann nach London davon. In Großbritannien reichte sie die Scheidung ein und verklagte als Ergebnis des Prozesses den Scheich auf 730 Millionen Dollar. Diese Scheidung ist zur teuersten der Welt geworden. Aber ihre Familie ist schon ziemlich reich. Auch ohne die Millionen ihres Mannes könnten die Prinzessin und ihre Kinder für den Rest ihres Lebens im Luxus leben. Aber die Jahre, die man gelebt hat, können nicht zurückgegeben werden, so wie man ein Schicksal, das anders hätte ausgehen können, nicht ändern kann. Hayas Freunde sagen, ihre einzige wahre Liebe sei Basil al-Assad gewesen. Sie machten Pläne für die Zukunft, aber es war nicht für sie bestimmt, zusammen zu sein. Der Mann war damals erst 31 Jahre alt, Haya 20. Und sie waren unsterblich ineinander verliebt. Wenn der schreckliche Vorfall nicht passiert wäre, wäre der alte Scheich Mohammed mit seinen verrückten Milliarden und seiner Macht nicht im Leben der Prinzessin aufgetaucht, aber es hätte Glück und wahre Liebe gegeben. Die unerfüllte Geschichte der Romanze zwischen Haya und Basil ist es wert, ausführlich erzählt zu werden. Anfang der 1990er Jahre schienen die junge Haya und Basil füreinander geschaffen zu sein. Beide ritten gern, hatten eine ähnliche Weltanschauung und eine hohe Herkunft. Haya war die Tochter des verstorbenen Königs Hussein von Jordanien. Basil war der älteste Sohn des syrischen Präsidenten Hafez Assad. Es gab vier Söhne in der Familie Assad, aber es war Basil al-Assad, der gezielt darauf vorbereitet war, das Land zu führen. Schon als Kind erkannte sein Vater ihn als Führungspersönlichkeit und wählte ihn zu seinem Nachfolger. Basil war ein ehrlicher und anständiger Mann. Neben Arabisch sprach er mehrere weitere Sprachen. Als zukünftiger Chef Syriens leitete er viele wichtige Projekte. Es gelang ihm, ein seit langem bestehendes Problem zu bewältigen, den Autoschmuggel aus dem Libanon nach Syrien. Er befahl einmal, Luxusautos, die syrische Beamte unter Umgehung des Zolls ins Land bringen wollten, von Panzern zerschlagen zu lassen. Der Schmuggelkanal wurde beseitigt, aber der lokalen Elite gefiel es nicht. In seiner Jugend diente Basil in den syrischen Spezialeinheiten. Hier fand er geistige Stärke und einen besonderen Sinn für Humor. Eines Tages kam Basil inkognito zu einer Kontrolle zu einer Militäreinheit, doch der Wachmann weigerte sich, ihn durchzulassen, weil er ihn nicht erkannte. Im Osten ist es eine schreckliche Beleidigung, ein Mitglied der Herrscherfamilie nicht anzuerkennen. Aber Basil handelte klug und mit Humor. Anstelle einer echten Strafe befahl er, dem Wachposten den Kopf zu rasieren. Gleichzeitig ordnete er an, den Soldaten wegen seiner Wachsamkeit zu befördern. Haya passte perfekt zu Basil. Das Mädchen erhielt in Oxford eine hervorragende Ausbildung, lernte mehrere Sprachen und wurde Profisportlerin. Im Jahr 2000 kam es bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Sydney zu einer Sensation. Zum ersten Mal in der Geschichte der islamischen Welt wurde die Flagge des muslimischen Landes Jordanien von einer Frau getragen. Es war natürlich Haya bint al-Hussein. Sie war die Nummer 1 im jordanischen Reiterteam und die beste Athletin des Landes. Die östliche Prinzessin, die die Grundlagen verändert, und der tapfere Spezialeinheitssoldat, der zukünftige Herrscher Syriens, konnten einfach nicht anders, als aufeinander zu achten.
Ihre turbulente Romanze begann 1992, als die Prinzessin 18 Jahre alt wurde. Es ähnelte einem Film mit einer verdrehten Handlung. In der Beziehung dieser jungen Menschen gab es genügend Trennungen, Abschiede und Intrigen von Grolllern. Hayas Vater, der König von Jordanien namens Hussein bin Talal, war gegen Hayas Heirat mit Basil. Er war der festen Überzeugung, dass Basil al-Assad seiner Tochter aufgrund ihrer niedrigen Herkunft nicht gewachsen sei. Tatsache ist, dass die Haschimiten-Dynastie, zu der die Husseins gehören, ungewöhnlich edel ist. Seine Ursprünge gehen auf den Begründer des Islam, den Propheten Mohammed, zurück. Nach der Vorstellung östlicher Monarchen wird sie dadurch in unerreichbare Höhen gehoben. Auch die Familie Assad ist aristokratisch, aber keine Monarchie. Formal wird der nächste Präsident Syriens vom Volk gewählt. Aus diesem Grund war König Hussein mit der Beziehung seiner Tochter zu Basil nicht einverstanden. Doch all seine Überzeugungskraft war gegen die wahre Liebe machtlos. Alles ging zuversichtlich auf die Hochzeit zu, trotz des Verbots der Eltern der eigensinnigen Prinzessin. Ihre Hochzeit sollte jedoch nicht stattfinden. Am 21. Januar 1994 geschah etwas, das für immer eine Narbe im Herzen der jungen Prinzessin hinterließ. Am frühen Morgen fuhr Basil Assad mit seinem Mercedes zum Flughafen Damaskus. Auf der Autobahn herrschte Nebel, aber der Mann fuhr das Auto gut. Früher liebte er Autorennen, weshalb Basil es gewohnt war, unter schwierigen Bedingungen ein Auto zu fahren. Doch an einem Kreisverkehr kollidierte sein Auto mit voller Geschwindigkeit mit einer Barriere. Basil starb sofort. Experten haben keine eindeutige Erklärung für den verdächtigen Unfall gefunden. Selbst wenn man Schäden an der Bremsanlage durch Einbrecher feststellte, verzichtete man darauf, einen Skandal zu schüren. Es gab Gerüchte, dass die lokale Elite, die mit seinen radikalen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung unzufrieden war, in Basils Tod verwickelt sein könnte. Niemand wagte es, den wahrscheinlichen Schuldigen am Tod von Basil Assad zu nennen. Allerdings könnte es sich tatsächlich um einen Unfall gehandelt haben. Die Menschen in Syrien liebten ihn sehr. Nach seinem Tod wurde ihm zu Ehren der internationale Flughafen umbenannt, außerdem wurden zahlreiche Straßen und Plätze, Krankenhäuser, Sportvereine und eine Militärakademie benannt. In einigen Städten Syriens gibt es noch Statuen von Basil. Wie dem auch sei, auf der Autobahn in der Nähe von Damaskus starb nicht nur ein weiterer Mensch und Liebling der Nation, sondern auch eine schöne und unerfüllte Liebe. 10 Jahre lang hatte Prinzessin Haya bint al-Hussein praktisch keine Beziehungen zu Männern. Ihre Freunde sagten, dass in all den Jahren nur Basil al-Assad in ihrem Herzen gelebt habe. Der Traum ihres Vaters König Hussein, mit einem echten Aristokraten verwandt zu werden, ging 2004 endlich in Erfüllung. Prinzessin Haya heiratete Scheich Mohammed, der fast 2 Jahrzehnte älter war als sie. Sie gebar ihm 2 Erben. Doch am Ende endete alles schlecht. Eine Flucht aus dem protzigen Dubai nach London, ein Skandal und eine Scheidung. Könnte es bei einer Scheinehe anders sein? Und wenn die verlorene Liebe im Herzen weiterlebt, die in Wirklichkeit niemals sterben wird? Was denken Sie über diese traurige Liebesgeschichte? Erinnern Sie sich an Ihre erste Liebe? Teilen Sie es in den Kommentaren. Abonnieren Sie den Kanal, um viele weitere interessante Videos zu sehen. Bis zum nächsten Mal.